So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Den Start heute macht natürlich wieder Clicker Heroes und da hat es mal wieder ein Update gegeben auf die Version 1.11 jetzt und ja, da gibt es einiges zu erzählen. Wie ihr seht, dass Ende Februar ist bereits das, ist es schon einen Monat her, das gibt's ja nicht. Also jedenfalls der 1.11er-Patch ist da gekommen. Es gab ein paar Änderungen. Das heißt, die Monsterwachs, also beziehungsweise der Malus, der alle 500 Zonen auftritt, ist gesenkt worden auf einen Wert von 90%, eben 0,1 statt 1. Gleichzeitig ist aber auch Kumakawaru stärker gesenkt worden. Also hier, wenn es genauso stark gesenkt worden wie her, hätte man den ja von 100 auf 10 senken müssen. Aber es lässt sich verschmerzen, weil gleichzeitig ist nämlich Borb um 25% angehoben worden. Also dass der hier statt mit 90 mit 92% gesenkt wurde, gleicht das hier, denke ich, mehr als aus. Hinzugekommen sind weitere Achievements, die jetzt wieder ziemliches Grinding bedeuten, weil eine Sache, die habe ich bei der 1.10er-Version entweder überlesen oder stand vielleicht in der normalen Dings gar nicht drin. Leider kann ich hier nicht mehr auf die 1.10er zurückgreifen. Auf jeden Fall kann ich mal zumachen, weil der gravierende Aspekt ist im Moment, dass die überwältigende Macht nämlich gegen 25% konvergiert. Und das wird eine riesen Anstrengung, dann überhaupt noch vorwärts zu kommen. Weil bisher war ich ja dann sehr, sehr damit belohnt oder weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall ging es sehr, sehr schnell vorwärts. Hier dann immer höhere Schritte, 30.000, 60.000, 60.000. Und dann ging es schon wieder spürbar nach unten. Beim letzten Mal wieder nur noch 30.000. Mal sehen, wie viel ich bei dieser Überschreitung schaffe. Aber das hängt eben damit zusammen, nachdem ich beim letzten Mal das Video geschnitten habe, habe ich auch nochmal, das kann doch nicht sein. Ich habe doch sonst immer mehrere Prozent Anstieg. Und dann ist es nur um 0,6%, obwohl ich mehrere tausend Antiker-Seelen hatte, angestiegen. Und ja, dann habe ich nochmal im Wiki und in den Patchnotes nachgelesen, es konvergiert gegen 25%. Das heißt, dieser nette Anstieg der Heldenseelen ist deutlich geringer geworden. Das heißt, da ist nicht mehr so viel zu erwarten, dass die immer noch in 100er Potenzen sozusagen anwachsen, sondern das wird deutlich weniger. Was endlich hinzugekommen ist, ist, dass ich hier die Sachen auslösen kann, ohne dass mein... Achso, jetzt habe ich natürlich hier den noch, den muss ich mal kurz ausschalten. Weil ich kann die Skills jetzt endlich nutzen, ohne dass mir der Idle-Bonus kaputt gemacht wird. Also vorausgesetzt natürlich, ich verwende den Klickersturm nicht. Und da ist es dann sehr hilfreich. Hier kann ich jetzt erstmal die Verdopplung nochmal aktivieren, wobei es an der Stelle egal ist. Ich bin jetzt beim 19. Ritual von 20 möglichen. Das heißt, wenn ihr hier immer die Verdopplung nutzt, könnt ihr eben 20 Mal um 1,1% anheben. Aber ich bin jetzt eh gerade am Ende von einem Durchlauf, noch nicht vom Überwelten-Reset, aber vom einen Durchlauf. Und ja, deswegen gehe ich mit euch hier noch ein paar Aspekte durch, vor allen Dingen, wo es eben auch darum geht, dann noch ein paar Optimierungen vorzunehmen, weil nachdem eben die Heldenseelen nicht mehr so stark ansteigen, gilt es, die Outsider zielgenau zu optimieren. Und da werde ich zumindest einige Beispiele durchsprechen, auch wenn ich es heute noch nicht vornehmen werde, sondern erst beim nächsten Überwelten-Reset. Aber entweder werde ich das dann beim nächsten Mal machen, wenn ich die Clicker Games durchgehe, oder vielleicht mache ich sogar eine Sonderfolge, eben allein für das Reset, um dann zu zeigen, wie ich es jetzt berechnet habe und wie ich die dann insgesamt einstelle. Um so die Zielgröße, ich habe jetzt beim letzten Mal 230.000 und natürlich habe ich das Ziel, meinen Kompagnon, der mich hier inzwischen überholt hat, wieder einzuholen und da dann halt entsprechend so die Outsider zu aufzuleveln, dass ich da hoffentlich dann auf jeden Fall beim nächsten Überwelten-Reset wieder rankomme, wenn es beim diesen noch nicht klappen sollte. So, was ihr hier auch sehen könnt, ist eben die Energieschub, beziehungsweise dass die alle solche lila Ränder haben. Das liegt daran, dass dieser Energetisieren, dieses Verdoppeln, so lange erhalten bleibt, wie der Skill läuft. Und das heißt, wenn ich die immer wieder verlängere, so dass die ja jetzt hier bis zu 10 Stunden bald laufen können, bleibt dieser Effekt auch erhalten. Das heißt, ich kann nach und nach alle Skills in doppelter Stärke aktivieren
Und das natürlich schon, bevor ich wirklich in den Klickermodus, also in den letzten Push-Modus gehe. Wobei das an der Stelle nur für den DPS wirklich sinnvoll ist und für das Gold-Drop, weil das sind Boni, die natürlich auch schon im Idle-Modus greifen. Andere Elemente, wie natürlich kritische Klicks, Klicks oder Gold pro Klick und das Klick-Damage, wirkt sich da natürlich noch nicht aus. Aber ihr könnt es schon mal vorbereiten, dass ihr für die Klickphase dann alle Skills auf ja, doppelter Stärke habt und dann am Ende eigentlich nur noch den Klickersturm einmal mit so einem Energetisieren verdoppeln müsst. Dann bekommt ihr hier nochmal zwei Autoklicker statt nur einem. Aber im Moment ist es da, wie gesagt, egal. Also ihr seht hier, Inaktivboni sind aktiviert und ich kann alle diese Dinger auslösen, ohne dass der Inaktivbonus gebrochen wird. So, gehen wir mal zu dem Titan. Ich glaube, den habe ich heute noch nicht gemacht. Gucken wir mal, welches Level der inzwischen erreicht hat. Weil von den, also ihr seht, mit den Klickern ist natürlich jetzt der Idle-Bonus gebrochen. Und hier mit dem Klickersturm kann ich jetzt erstmal einen 16er reinholen. Der wirkt sich allerdings auf den Titan leider nicht aus, weil da zählt der nicht. Aber starten wir mal rein. Und gucken mal, bis zu welchem Titan-Level ich heute komme. Also 4800 haben wir jetzt wieder erreicht. Und ich glaube, so 30, 50 Level. Mal gucken, wie weit er tatsächlich kommt jetzt. Also, ihr seht, es sind jetzt nur noch 15 Klicker. Und der 16. ist jetzt wieder gekillt worden. So, also 50 neue sind auf jeden Fall dazugekommen. So, mein Klicker-Bonus kann ich schon mal ausmachen. Die Nachklickzeit von den anderen ist dann auch erledigt. Und ihr seht aber, von den Helden-Boni, die ich aktuell für den Aufstieg jetzt bekommen würde, von 3, also fast 4000 als Exponent, bin ich noch meilenweit entfernt. Also da ist noch viel, viel Zeit, bis der wieder auf einem vernünftigen Niveau ist. Also erstmal das wieder einsammeln. Dann mache ich jetzt mit euch erstmal den normalen Reset. Weil auch da gibt es noch eine Sache, von der ich nicht weiß, ob sie einfach an mir vorbeigegangen sind oder doch mit der Version neu gekommen ist. Also klar, machen wir erstmal hier die Vorbereitung, dass der in Ruhe laufen kann, während ich mich dann um die anderen Sachen kümmere und euch noch ein paar Sachen zeige. Also das Max ist auch geändert worden. Statt 9.999 sind es jetzt eine schöne glatte Zahl von 10.000, die da benutzt wird. Und das, was bei den Resets bisher am lästigsten geworden ist, nämlich das Aufleveln der Antiqua, weil ich ja hier maximal 5 Stufen hochgehen kann. Und da gibt es jetzt eine Sache, wenn ich V drücke, dann kann ich hier einen beliebigen Wert eingeben. Und das mache ich natürlich mit dem Maximum. Das heißt, ich liege jetzt immer noch bei unter 4000. Das heißt, 1 hoch 4000 Heldenseelen sollen bitte ausgegeben werden. Und damit sind hier ja das, was ich schon immer gesagt habe, dass ich meinen Mortos ja, die maximale Anzahl an Heldenseelen speichere und dann letztlich keinen Damage-Verlust mehr habe, sondern im Gegenteil eher hier noch den Bonus bekomme mit den 11 statt 10% pro Heldenseele. Und dann kann ich hier anfangen, wieder die Boni zu vergeben, die mir am wichtigsten sind. Und dann kann ich hier eben erstmal die Idle-Bonus wieder für die nicht verwendeten Klicker. Dann natürlich der SPS-Bonus, der genauso wichtig ist, dass der mitgezogen wird. Das goldene Klicken dann ebenso dazu. Und als nächstes dann hier die Vergoldungsboni auf Maximum, was eben möglich ist mit den aktuellen Heldenseelen. Goldboni und natürlich auch die Idleboni, also die Idle-Goldboni. So, damit werden die wichtigsten gemacht. Goldbonus noch. Und jetzt kommen noch die drei Klicker-Skills, die natürlich auch mitgezogen werden sollen. Also einmal Klickschaden. Dann der SPS-Combo, Klick-Combo, also der Zähler, der hier dann hochgeht, dass der einen zusätzlichen Schaden hat. Und als letztes natürlich wieder noch der Klickschaden, also der kritische Klickschaden. So, damit sind alle relevanten Antiken wieder hochgezählt. Und das ging ja eben super schnell, weil ich pro Antiker wirklich nur noch einmal dort was machen muss. So, jetzt könnte ich hier entweder gleich das dunkle Ritual das erste Mal auslösen. Oder ich kann euch zeigen, wie die Verdopplung letztlich greift. Ich fange mal erstmal mit dem dunklen Ritual an, weil hier gibt es auch noch eine Sache.
Normal mit dem maximalen Cooldown liegt das immer noch bei 2 Stunden. Das heißt, es würde relativ lange dauern, die 20 alle voll zu machen, aber es geht auch einfacher, indem ich nämlich erstmal jetzt natürlich das Energetisieren aktiviere und dann das dunkle Ritual und kann hier den Cooldown sofort um 1 Stunde verkürzen. Und dann ist es nicht so, dass ich hier 1 Stunde warten muss, sondern nach 15 Minuten kann ich das Energetisieren wiederum aktivieren und dann nochmal das Nachladen benutzen. Und dann ist der sofort, also in 15 Minuten kann ich den komplett resetten. Dann dauert es nochmal 15 Minuten, bis das Energetisieren wieder verfügbar ist. Und so habe ich etwa eine, also jetzt 15 Minuten, also ich denke eine Dreiviertelstunde dauert es dann, weil ich will den ja erst eben aktivieren, jeweils mit dem anderen wieder. Und kann da also deutlich schneller als in 2 Stunden so ein dunkles Ritual auslösen. Und wie gesagt, für die anderen habe ich ja eh noch Zeit. Die sind jetzt noch nicht so wichtig, dass sie schon im doppelten Modus laufen. Und das Einzige, was jetzt hier sinnvoll ist, in dem inaktiven Modus zu aktivieren, ist auf jeden Fall die DPS schon mal mitzunehmen und das doppelte Gold, also beziehungsweise 100% mehr Gold, damit das einfach schon von Anfang an greift. Das hat aber umgekehrt auch wiederum Auswirkungen darauf, dass natürlich der Push am Ende, wo es dann mit dem Klicker nochmal gilt, einige Level gut zu machen, dass der nicht mehr so stark ausfällt. Weil natürlich hier ein Großteil der Boni schon mit den Idle-Boni zusammen abgezogen wird oder halt aktiviert wird. Deswegen ist es dann nicht mehr ganz so stark. Was ein bisschen schade ist, ist eben, dass hier die neuen Achievements, ich glaube, die Antika-Seelen waren auch dabei. Genau, also ein paar habe ich jetzt natürlich schon, weil ich habe schon mehr als 10.000 antike Seelen dort bekommen. Der hier gilt jetzt, also 22.000, habe ich hier natürlich auch gleich die Anzeige dazu. Das dauert noch ein bisschen und es dauert halt jetzt ein bisschen länger, weil eben hier der Bonus nicht mehr wirklich zunimmt. Und damit der Faktor, ich gehe davon aus, dass der Faktor inzwischen kleiner wird als der Anstieg hier, weil das ist jedes Mal eine Verdopplung gewesen und so stark wirkt sich dieser Faktor dann doch wieder nicht aus. Deswegen, also mal sehen, wie weit diese neuen Grinding-Achievements dann tatsächlich länger dauern als meine beiden, von denen ich ja erwartet habe, dass die die letzten werden. Also einmal das Begraben und einmal das Wiederbeleben, 293, also es sind nur noch 207. Söldner, die ich wiederbeleben muss, die 31 Söldner zum Begraben, die werden sich wahrscheinlich schnell finden lassen. Und dann gibt es hier eben die neuen Transzendenzzonen, also die 250.000, entweder in diesem Durchlauf oder spätestens dann im nächsten mit dem Respec der Outsider, sollte das auf jeden Fall klappen. Und dann ist die Frage, wie lange dauert es dann, bis zur ersten Million zu kommen? Und mal sehen, was das Spiel bis dahin ja, für Updates erfährt. Zuletzt war ja bisher dieser Ghost, den ich dann erreichen wollte. Und jetzt sind noch 4 weitere hinzugekommen. Mal sehen, in welchen Leveln und in welchen Stufen die freigeschaltet werden. Auf jeden Fall hier nochmal eine kleine Rückschau. Wobei das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, weil ich habe die letzten jetzt noch nicht freigeschaltet. Also die sind jetzt noch nicht wieder verfügbar. Mazti, also eine Stufe dauert es noch. Mal gucken, ob der schnell genug ist, so viel Kohle ranzuschaffen. Wenn nicht, muss ich das dann doch aufs nächste Mal wieder verschieben, weil es geht ja auch darum, hier also die Boni anzugucken, inwieweit sie sich eigentlich lohnen. Weil hier zum Beispiel Skogo habe ich schon ausgeschlossen, weil Skogo nämlich eben wiederum nur Boni hat auf sich selber und er damit überflüssig geworden ist. Und was auch schön ist, dass wenn ich jetzt hier dieses String benutze und das zuklappe, dass diese Felder hier nicht mehr zurückgesetzt werden. Weil sonst war es immer so, dass die dann auf 1 umgesprungen sind, dann hat er hier immer halt irgendwelche Zahlen abgedatet und nicht mehr immer den 100er-Faktor, den ich eigentlich schön haben möchte für glatte Zahlen. Also deswegen suche ich es weiter dabei. Der hat eben die hat das gefundene Gold und die hatten SPS auf alle und der hatte auch Goldboni. Deswegen sind die dabei geblieben. Bei Moro hat auch ein SPS auf alle Helden und bei Zilla ebenso. Und ich glaube, Mazti ist nämlich wieder einer, der hat nur selbst Boni, aber der ist noch so knapp vor dem Status, wo ich aktuell bin, weswegen es da okay ist, den noch mitlaufen zu lassen. Der Autoklicker kann jetzt auch, das war nämlich auch ein Problem, wenn zum Beispiel über einen von den Mercenaries der Autoklicker aktiviert wurde, also den Klickersturm aktiviert wurde, dann hatte ich ein Problem, weil ich bin in den Idle-Modus nicht wieder reingekommen, bevor das Ding nicht abgelaufen war. Und das ist jetzt zum Glück sehr, sehr viel einfacher, weil ich kann ja tatsächlich, wenn ich hier jetzt den Klicker aktiviere und ich kann den Klicker einfach wieder abschalten und damit ist es sehr, sehr gut, einfach das Ding wieder rauszunehmen zu können und den Idle-Bonus nicht warten zu müssen, dass irgendwie 10 Stunden oder hier in dem Fall jetzt 6 Stunden rumgehen, bevor ich wieder in den Idle-Modus zurückfalle.
Also deswegen, das ist auch sehr, sehr praktisch, den Klickersturm vorzeitig deaktivieren zu können. Die Multiplikatoren, die man mit T umstellt, werden eben jetzt nicht mehr dadurch aufgehoben, wenn man vorübergehend irgendeine Taste benutzt, um einen anderen Multiplikator zu machen, sondern es geht dann wieder zurück in den normalen Multiplikator, den man tatsächlich mit T ausgewählt hat. Das ist auch angenehm, einfach, dass der Wunschmultiplikator erhalten bleibt. Also da eben diese überwältigende Macht jetzt konvergiert und damit die ja, Steigerung der Heldenseeleneinkommen nicht mehr vorhanden ist, geht es jetzt darum, dass die Outsider tatsächlich optimiert werden und zwar so knapp wie möglich. Jetzt habe ich hier natürlich schon wieder resettet, aber das ist auch ganz gut, weil ich habe nämlich noch ein Riesenproblem mit der Schatztruhe aktuell. Da muss ich jetzt gerade mal nachschauen, weil jetzt müsste der Wert ja noch fast dazu passen. Weil ich kann im Moment noch nicht genau ermitteln, wie nämlich der Malus der Schatztruhe aussieht. Der ist vom Wert her nicht angegeben, nur dass er halt mit Aufstieg der Level sinkt. Also der eigentliche Bonus liegt jetzt aktuell bei 4.696% auf Schatztruhen, was soweit ganz gut hinkommt, weil es ist ja letztlich jetzt das 47.500-fache, sozusagen, was dieser Schatztruhen-Multiplikator anstellt. Jetzt sind wir gerade um eine Stufe weiter gestiegen, das sind 4668. Ich werde mir mal die Werte gerade aufschreiben, um eventuell hier vergleichen zu können, ob am Anfang tatsächlich dieser Malus eben deutlich höher ausfällt. Weil in meinen Rechnungen müsste der am Anfang irgendwie bei 11 bis 13% liegen, der dann pro 500 Level letztlich abgezogen wird, um auf den geringen Wert zu kommen, den ich später noch hatte. Weil ich lag gerade mal noch bei 500-600% und bei einer gleichmäßigen Verlust dieser, ja, der Schatztruhen-Boni könnte das eigentlich nicht aufgehen. Also mal schauen. Wir werden ja gleich noch ein paar Level haben. Bei Level 2000 dann mal sehen, wie groß da die Verringerung ist von 4.668 aktuell. Wenn ich die natürlich nicht genau ermitteln kann, wie sich dieser Malus auswirkt, dann ist es schwierig, die genau zu timen und festzustellen, okay, wie hoch muss ich jetzt hier den Bonus setzen, damit ich auf jeden Fall noch möglichst bei 100% ankomme bei dem Ziellevel. So, jetzt haben wir die 200.000 auf jeden Fall überschritten. Es sind tatsächlich um 28% sind der Schatztruhenbonus gesunken. Und das ist echt der unglaublich, weil der bleibt nicht in dieser Größenordnung. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich den dann tatsächlich berechnen soll, wenn der um solche hohen Werte am Anfang sinkt. Bei den höheren Werten waren es noch zwischen 3 und 4%, die ich abgezogen bekommen habe. Und das bedeutet, dass ich bei Dora eher so ein Try-and-Error-Prinzip machen muss, um zu gucken, okay, reicht das noch? Das heißt, ich werde mir ein paar hundert antiker Seelen aufheben, um dann Dora immer auf dem Niveau zu halten, dass ich tatsächlich 100% Schatztruhenbonus erreiche. 4.612 bei 2.500. Also der Abstieg bleibt auf jeden Fall im Moment noch gleich und ich frage mich natürlich schon, ob dann der Malus eventuell in einem Verhältnis steht zu dem Gesamtwert, weil das ja dann später kleiner wird. Weil im Moment, wenn ich die 28% nehme und zu den 4.600 in Verhältnis setze, ist wahrscheinlich das gleiche wie nachher mit den, weil ich hatte ja irgendwie um die 3% und war aber nur noch bei 500. Das heißt, irgendwie scheint es im Verhältnis, scheint der Verlust zu sein, eben zu der Gesamtchance, die möglich ist. Ja, also hier sieht man jetzt schon, dass der Malus etwas abgenommen hat. Weil es sind jetzt nämlich nur noch 27% gewesen. Das heißt, das passt ziemlich gut zusammen. Das heißt, dieser Abzug muss ich dann bloß irgendwie schauen, dass ich den einrechnen kann. Das heißt, 27% waren jetzt auf 4.557. 0,006 knapp. Also Dora hat einen Verlust von knapp 0,6%, also 0,006 von ihrem aktuellen Wert verliert sie pro 500. Deswegen ist das auch nicht absolut angegeben worden, beziehungsweise man hätte auch einfach den Prozentswert irgendwie sagen können, dass klar ist, wie stark der Verlust bei ihr ist. Aber das ist dann ein bisschen komplizierter zu rechnen, weil eben dieser Bonus dann
obwohl sie dann so einen hohen Schatztruhenbonus aktuell erstmal da hat, wird es dann etwas schwerer auszurechnen sein, wie viel sie am Ende bei einer bestimmten Zielzone hat. Wie genau werde ich jetzt für die Optimierung vorgehen? Das heißt, Borb ist einer eben, der Kumakawaru boostet. Und hier kann ich ja jetzt, gerade Kumakawaru ist ja derjenige, der wo sich das geändert hat. Das heißt, hier jetzt mit einer Levelstufe 12,5%. Dafür hat Kumakawaru aber eben andere Maximalwerte. Das heißt nicht mehr 100, gegen den er konvergiert ist, sondern inzwischen 8. Und wenn ich jetzt hier genau den Bonus rausnehme, den ich halt jetzt aktuell habe mit 775%, würde ich eben hier statt minus 70 eben genau minus 8 erreichen. Wie man das rechnet, ganz einfach, 70 durch 8,75 in dem Fall, weil ich muss ja auch daran denken, dass die minus 8 erstmal die 100% Basis sind und das hier auf die 100% draufkommt. Also der Gesamtwert liegt aktuell bei 875, logischerweise, weil der 775 ist ja der Bonuswert, der eben da dazukommt. Und wenn ich das jetzt eben ausrechne, also meine Zielzone ist ja im Moment, von der ich ausgehe, die ich erreichen möchte. Das heißt, dass ich da auch schon mal die ganzen Abzüge einrechne. Also hier von den Überschreitungen. 230 habe ich auf jeden Fall schon geschafft und 250.000 möchte ich haben, was dann auch einen sehr glatten Multiplikator ergibt. Also um Zone 250.000 zu erreichen, habe ich also 500 Mal den Malus dann auszugleichen. Und der Malus liegt jetzt bei 0,1. Das heißt, ich muss 50 Monster ausgleichen. Und das bedeutet auch, dass ich mit 70 Monstern jetzt ein bisschen überskillt bin. Aber ich muss ja auch daran denken, nicht nur, dass ich die 50 ausgleichen muss, die ich dann für die 250.000 Level bekomme, sondern ich muss auch zusätzlich natürlich die 8 Monster ausgleichen, weil ich will ja am Anfang, wo es hier noch auf 10 steht, will ich ja auch auf 2 runterkommen. Das heißt, ich muss Kumakawaru muss mir einen Wert von 58 liefern. Minus 8 liefert er ja automatisch. Das heißt, wenn der irgendwo in diesen Levelbereich kommt, habe ich die minus 8 auf jeden Fall. Also die 50, die ich erreichen will, und die geteilt durch 8, weil 8 ist ja der Basiswert, gegen den Kumakawaru bzw. ja, Kumakawaru eben konvergiert. Das heißt, ich brauche die 6,25-fache vom Basiswert. Also 6,25 mal eben die 8 als Basiswert erreiche ich die 50. Und das heißt, statt 775% reicht es mir, wenn ich hier auf 625% komme. Und damit würde Borb Level 50 für Level 250.000 als Bonus reichen. So kann ich mir hier bei Kumakawaru auf jeden Fall, ja, 12 Level einsparen, weil ich eben dann erstmal nur den auf Level 50 setze. Also Arterius, Adman, der Bonus, den ich hier haben möchte. Hier ist es ja jetzt so, dass ich hier auch einen Maximalwert habe. Das heißt Arterius, Adman, das heißt die Chance auf Urbosse. So, hier ist es jetzt wieder so, minus 2% je 500 Level, also 500 Zonen. Das heißt, für Zone 250.000 muss ich hier einen Bonus oder beziehungsweise einen Malus ausgleichen von 1000%. Der Basiswert der Chance auf Urbosse liegt eben hier bei 25%. 75%, also die Originalchance beim Starten des Spiels liegt bei 25%. Das heißt, die Chance ist 1 zu 4 auf so einen Urboss. Und Arterius selber gleicht dann 75% aus. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Bonus hätte durch den Antiker, also wenn Rargeist an der Stelle überhaupt nicht aufgelevelt wäre, würde Arterius nur 75% Bonus bringen, logischerweise. So, den will ich natürlich auch wieder haben. Das heißt, den kann ich schon mal außen vor lassen. Das heißt, die 100% eben brauche ich sowieso. Und die zusätzlichen 1000% müssen dann jetzt als Multiplikator von den 75 ausgeglichen werden. Das heißt hier wiederum die 1000%, die ich für Zone 250.000 erreichen will, dividiert eben durch die 75%, die Arterius selber als Wert bekommt. Und ich bin dann jetzt bei einem Faktor von 13,3 Periode 3. Das heißt, das runde ich auf 13,4. Das heißt, ich brauche hier mindestens einen Bonus von, wo ist er jetzt, Admin? Genau, also einen Bonus von 1340%. Da der jetzt in 25er Schritten vorwärts geht, wäre also der Bonus 1350, den ich brauche.
um Level 250.000 noch mit 100% zu erreichen. Und damit habe ich auch hier wiederum, das heißt, ich brauche nur 54 Level statt 72, kann mir also hier auch wiederum etliche Antikerseelen ja, freischaufeln, erstmal mit dem Ziel und kann die dann neu vergeben, um dann eben hier die anderen Werte zu steigern. Und das gilt es eben für alle hier unten, also alle unterhalb der Hero Souls. Also für Borg habe ich es ja gerade schon erläutert, für Rageist habe ich es jetzt auch mit Admin erklärt. Das gleiche ist eben noch für Bubos und für Kronos anzuwenden. Da ist es jetzt so, also Kronos hat, da kann man sich überlegen, weil das ist ja jetzt nicht so entscheidend, der Boss-Timer. Für Kronos hat man doch eine Möglichkeit, recht variable Ziele zu wählen, weil die Sekunden, ich habe für mich jetzt mal überlegt, so eine Zielgröße von 100 Sekunden Boss-Timer. Das heißt, ich kann dann noch einige Bosse, die schon ziemlich lange brauchen, weil normalerweise wäre interessant zu sagen, okay, alles, was nicht Instant Kill ist, dann gibt es ein Reset und dann mache ich woanders weiter, beziehungsweise starte dann neu. Deswegen kann man sich auch überlegen, ob man sagt, okay, Boss-Timer kann bis 5 Sekunden runtergehen. Ich brauche da keine 100 Sekunden, um Bosse erledigen zu wollen, weil so lange will ich gar nicht warten. Dann kann man sich hier das entsprechend anders ausrechnen. Also 2 Sekunden Verlust pro Zone. Das heißt, das ist das, was ausgeglichen werden muss. Das heißt, bei 500 Zonen muss ich auf jeden Fall 1000 Sekunden ausgleichen. Ja, da muss ich mal zu Kronos rüberschauen, was es denn jetzt überhaupt als Gesamtbonus gibt. Also 1312,50. Okay, muss ich mal kurz ausrechnen, was eigentlich der Basiswert von Kronos gewesen ist. Ich glaube, der hat auf 30 Sekunden oder um 30 Sekunden angehoben. Also Kronos habe ich 4275. Da kommen nochmal 100 drauf, weil das ist ja der Basiswert. Also 4375. 1312,5 durch 43,75. Ja, genau 30 Sekunden. Also eben der Basiswert von Kronos ist 30 Sekunden, mit dem ihr dann als Multiplikator rechnen müsst, um dann den Wert auszurechnen, den ihr als Zielwert erreichen wollt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Boss-Timer letztlich bei 0 Sekunden ankommt, beziehungsweise wenn der Boss-Timer sogar ins Minus geht, ob man dann überhaupt nicht mehr die Bosse bekämpfen kann oder ob der Instant-Kill für Bosse dann immer noch ausreicht, weil theoretisch wäre es auch genug und dann müsste man überhaupt keine Antiker-Seelen für den Kronos ausgeben. Ja, und der letzte, wo ich schon erzählt habe, mit Dora eben die Schwierigkeit, dass sie dort ja um einen eher variablen Wert, aber wahrscheinlich bezogen auf den Gesamtbonus abnimmt. Das muss ich dann nochmal schauen, wie ich den am geschicktesten ausgleiche. Das heißt, an der Stelle natürlich genug Antikerseelen aufbewahren, damit ich notfalls diese anderen Bereiche noch wieder hochleveln kann. Aber auf jeden Fall brauche ich nicht so viele, wie ich sie aktuell ausgegeben habe. Das heißt, die können deutlich geringer ausfallen. So, aber was mache ich dann jetzt natürlich mit diesen vielen Outsider-Seelen, mit den vielen Antiker-Seelen? Ja, was mache ich mit den vielen Antiker-Seelen, die ich dort zur Verfügung gestellt bekomme? Ich verteile sie auf die Inaktiv-Boni. Die Kosten für die Antiken werde ich wahrscheinlich auch deutlich senken, weil dadurch, dass jetzt eben die Antiker-Seelen doch knapp werden, werde ich mal probieren, hier auf 90 oder vielleicht sogar bis auf 80% nur den Chorgolot zu verwenden, und Heldenseelen habe ich ja für die Antiker genug, also da habe ich jetzt kein großes Problem aufzusteigen. Da muss ich mal gucken, wie weit sich das auswirkt, also wie hoch natürlich auch die Kosten dann hier für die ganzen Idle-Boni und so weiter ansteigen, aber letztlich macht sich das, denke ich, bei den 10er-Potenzen hier nicht so stark bemerkbar, ob ich da jetzt eine 10er-Potenz mehr, also ob ich da jetzt 5 Level mehr oder weniger habe. Das werde ich dann nochmal genauer anschauen, wie er sich verhält, wenn ich eben hier meinetwegen nur eben mit 80% arbeite. Dafür dann eben in die inaktive Boni und Phandorus und Ponyjunge. Auf die drei werde ich das dann verteilen. So, für die Verteilung ist es dann so, dass ich eben die jetzt nicht mehr beliebig aufleveln werde und sagen werde, okay, irgendwie einfach die Seelen hier verteilen. Weil natürlich ist der Urheldenseelenbonus interessant, aber ich werde es dann so verteilen, dass ich die Antikerseelen so ausgebe, dass der prozentuale Anstieg dieses Bonuses hier
ja, die geringsten Antikerseelen kostet. Also wenn ich jetzt mal von den Werten ausgebe, die ich aktuell verteilt habe, also ich habe jetzt den Inaktivboni 92 auf 93, ja, der nächste Sprung würde mich 93 Antikerseelen kosten, weil auch wenn der hier jetzt mit 93 Antikerseelen ziemlich hoch ausfällt, ist der Bonus hier noch ziemlich gravierend, weil immerhin steigt das Ganze um, ich glaube, 50% steigt das Ganze noch an. Weil eben von 1,58 auf 2,37. Das heißt, da sind die inaktive Boni bekommen natürlich einen sehr hohen 50% Zuwachs. Das heißt, jedes Prozent, das heißt auf 93%, das heißt gerade mal zwei Antikerseelen pro Prozent. Im Gegensatz hier, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die SPS-Boni, die ja immer nur um 100% ansteigen, da steigt der Wert jetzt gerade mal um 0,08%. Das heißt, das hochgerechnet auf einen Prozentwert bedeutet eben, dass mich 1% Zuwachs an der Stelle schon 12 Antikerseelen kosten würde. Das heißt, der Pandorus ist also deutlich teurer als der Bonus, den ich hier bei den Inaktivboni bei Cyliquil bekommen würde. Und das gleiche gilt eben für Ponyjunge, weil bei Ponyjunge ist jetzt von 7,56 auf 7,74 ist der Anstieg auch so gering, dass also 2,4% für die Heldenseelen. Und das heißt hier, da der ja mit 88 auch ziemlich teuer ist, bedeutet das 37 antiker Seelen pro Prozent, was ich ausgeben würde. Also daher, ah ja, genau, doch, da oben habe ich stehen. Also genau, also hier ist der Anstieg eben 1,9 antiker Seelen je Prozent Steigerung. Hier liegt er eben bei 12 antiker Seelen und hier liegt er bei 37 antiker Seelen pro Prozent. Das heißt, auf diese drei Bereiche werde ich die Sachen dann gleichmäßig verteilen, so dass sie prozentual sozusagen für die gleichen Kosten ansteigen. Also nicht der absolute Wert ist relevant, sondern nur, wie hoch kostet mich das nächste prozentuale Wachstum. Ist vielleicht ein bisschen komplexer auszurechnen, aber das wird zumindest erstmal meine Strategie sein, wie ich hier dann die Antikerseelen möglichst optimal verteile. Und ich denke deswegen, die Antiker, also die Inaktiv-Boni, werden da sicherlich deutlich höher aufgelevelt werden, als sie aktuell sind. Und mal sehen, wie weit die Urheldenseelen dann auf dem Niveau bleiben. Der hier wird auf jeden Fall dann deutlich niedriger ausfallen, weil es ja eben nur mit 100% pro Antikerseele dann doch kein so großes Wachstum mehr darstellt, wenn ich da jetzt eben schon eben bei den 100.000 angekommen bin. Okay, das wäre mal wieder viel Input dazu, wie die Antikerseelen in Zukunft von mir optimiert werden. Wie gesagt, heute noch nicht. Das werde ich dann beim nächsten Mal erst machen, wenn es dann wirklich wieder soweit ist, dass ein Überweltenreset ansteht und ich dann auch genauer weiß, ob 250.000 tatsächlich mein nächstes Ziel ist. Weil es kann natürlich auch sein, je nachdem, wie weit ich jetzt komme, dass ich eben doch noch mal etwas mehr schaffe, weil im letzten Mal waren es noch so 25.000, 26.000, die hier auf jeden Fall draufgekommen sind. Wenn ich in der Größenordnung natürlich dieses Mal auch noch durchkomme, trotz der verminderten Hirosol Boni, dann würde ich wahrscheinlich auch schon 280.000, 290.000 ja, Basis anvisieren, dass ich dafür die Outsider spezifiziere oder halt da eben die Antikerseelen entsprechend an die Outsider verteile. Also deswegen mal sehen, wie weit ich tatsächlich komme und was dann die Zielgröße sein wird. Soweit heute für Clicker Heroes und dann beim nächsten Mal geht es dann mit einem direkten Respec weiter. Bis dahin könnt ihr ja schon mal ausprobieren, ob die Strategie, die ich beabsichtige hier zu fahren, ob die auch für euch funktioniert und ob ihr dann dort ja, eure Outsider dann anders anpasst, als es bisher im Überschwang möglich war. Also mal sehen, wie es wirklich weitergeht.